Es gibt viele Mythen da draußen in Bezug auf Musikproduktion, aber das ist einer der größten. Ein Moment. Ah, und vergesst nicht zu abonnieren, wenn euch die Videos gefallen. Viele wollen die Akustik in ihrem Raum verbessern, um besser abzumischen. Und aus irgendeinem Grund denken sie dann, dass dieser Stoff hier die Akustik in ihrem Raum verbessert. Und ich auch. Ich habe auch diesen Fehler gemacht. In meinem ersten Studio hingen motherfucking Eierkartons an den Wänden. Ohne Eier. Das war wahrscheinlich der Fehler. So ein Ei. Das verbessert den ganzen Klang. Aber deshalb mache ich ja dieses Video, damit ihr nicht genau diesen Fehler macht. Ich erkläre euch kurz, warum dieser Schaumstoff nicht wirklich viel bringt. Und gebe euch ein paar kurze Tipps, was ihr stattdessen einfach und günstig selber machen könnt, um die Akustik im Raum zu verbessern. Also, beim Verbessern der Raumakustik geht es ja darum, die Reflexion des Schalls zu minimieren. Wenn jetzt Schall aus deinen Lautsprechern kommt, verteilt er sich im ganzen Raum. Er wird durch die Seitenwände, durch die Decken, durch den Boden reflektiert und die Schallwellen im Raum überlagern sich teilweise. Dadurch passiert es, dass bestimmte Frequenzen sich überlagern und dadurch entweder leiser oder lauter werden. Und das entspricht dann nicht mehr dem, was eigentlich aus deinen Lautsprechern rauskommt, sondern der Raum spielt halt mit. Das wollen wir nicht. Und warum hilft jetzt dieser Noppenschaum nicht? Der entscheidende Punkt ist der Absorptionsgrad von bestimmten Materialien. Absorption ist im Prinzip Aufnehmen oder Schlucken von Schall. Und dieser Noppenschaum schluckt halt nur die höheren Frequenzen, so ab 800 Hertz aufwärts, wodurch du dann im Mittenbereich und im Bassbereich quasi keine Verbesserung hast und die Höhen, je nachdem wie viel du einsetzt, zum größten Teil geschluckt werden. Und wenn jetzt noch dazu kommt, dass du ein Sofa hast oder oder Gardinen oder Klamotten, die schlucken auch die Höhen. Und im Endeffekt hast du dann einen Raum, der ist einfach nur dumpf in den Höhen. Und mit so einem Sound kannst du nicht gut arbeiten. Aber wie kannst du jetzt deine Akustik günstig und einfach verbessern? Im Bassbereich, also in den unteren Frequenzen, werden standardmäßig Bassfallen eingesetzt. Dazu wird dann Mineralwolle benutzt, weil die einen sehr guten Wirkungsgrad, einen sehr guten Absorptionsgrad haben. Die werden meistens dann in den Ecken angewandt, weil man da ziemlich viel Volumen reinpacken kann, ohne dass das den Raum stört. Meistens wird das dann so in Ecken geschnitten und dann schön in die Ecken gelegt. Aber ich habe auch schon gesehen, dass Leute einfach diese fertigen Mineralwolle-Pakete in der Originalverpackung genommen haben und einfach in der Ecke hochgestapelt haben. Um die mittleren Frequenzen zu behandeln, werden so Breitbandabsorber benutzt. Die kann man ganz einfach mit so einem Holzrahmen bauen und dann packt man da auch Mineralwolle rein, zieht einen Stoff drüber und fertig. Wenn ihr eine genaue Anleitung haben wollt, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare, ob euch sowas interessiert und dann mache ich da mal ein extra Video zu. Jo Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen. Ich wollte jetzt nicht zu physikalisch werden, aber wie gesagt, wenn euch das Thema mehr interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare und dann kommen da noch mehr Videos drüber. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne abonnieren. Ich würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Producen. Ciao Leute.